Yo, hi Leute, hier ist Knäckebrot mit einer neuen Folge Let's Play Alan Wake oder auch einfach Alan Wake genannt. Ich dachte mir einfach mal, auf Deutsch hört sich das auch ganz witzig an. Naja, wir sind hier beim Staudamm, da sind wir in der letzten Folge angekommen, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ich nehme ja nicht jeden Tag auf. Und was ist passiert? Wir haben Barry und Sarah geholfen, gegen diese Bestien zu kämpfen. Allerdings haben wir uns dann ja trennen müssen, weil dann gab es ja so einen Zwischenfall da bei diesem Aufzug und deswegen sind wir jetzt hier alleine. Und ja, sollen halt hier auf den Staudamm gelangen. Steht ja auch oben links. Wir haben eine richtig geile und fette Taschenlampe. Ja, das muss ich extra betonen. Richtig geil und fett, wisst ihr. Huch! Okay. Ich hoffe, dass der Staudamm hält, weil... Alter Schwede. Ey! Die Scheißbücher! Alter, ich sehe nichts. Okay. Meine Güte, da fängt man witzig die Folge an und wird direkt wieder gestresst. Ja gut, alles ist gut. Alles ist gut, solange du wild bist, so heißt das doch, ne? Ich wollte eigentlich sagen, hoffentlich hält der Staudamm stand, weil wenn der einstürzen würde, der ist schon ganz schön hoch. Ich glaube, das wäre nicht so gut, ne? Er könnte sogar die ganze Stadt überflutet werden. Ich muss mal ganz kurz die Maussensibilität überprüfen. 400 DPI haben wir jetzt. Okay, das ist aber ein bisschen besser. Sonst ist das ja so die ganze Zeit im Bild und das ist ja auch scheiße. Okay, das war jetzt auch ein bisschen übertrieben. The Valet Room, okay. Also der gute Raum oder so. Klettern wir mal einfach hoch. Jetzt mit 400 DPI lässt sich das auf jeden Fall, ich sag mal, flüssiger steuern, die Kamera und so. Da links liegt was, aber ich wollte mal kurz nach Ich kann Hobby oder rechts Arbeit gucken. sein. Alter. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte das nicht. Ja, das stimmt wohl. Ach so. Ach cool. Da hinten ist aber noch einer. Oh, hier sind jede Menge sogar noch. Holy. Holy moly. Oh. Warum kommen die denn nicht? Die stehen da wie blöd rum und lassen sich von mir hier abbrennen oder verbrutzeln im Licht. Das sind so richtige Kellerkinder, diese Besessenen. Die gehen auch nie ans Tageslicht. Und wenn da mal ein bisschen Licht kommt, dann verbrennen die direkt. Und dann kriegen die direkt einen Sonnenbrand. Voll gemein. Ich will ja hier niemanden ausgrenzen, aber diese Typen nerven halt. Boah, guck mal, der steht da hinter den Kisten. Und der da hinten, der steht hinterm Baum. Na toll. Ach komm, dann verlassen wir das halt. Ach, jetzt kommen sie. Ja, Ellen. Würdest du das bitte benutzen? Dankeschön. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug, oder? Weil immer wenn ich hier an diesem Gerät stehe, dann greifen die nicht an. Oh, ja, ich bin da mal weg, ne? Tschüss. Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Wie sollen wir denn jetzt hier dran vorbei? Ach, hier links, hier ist eine Treppe. Ach du Scheiße. Oh. Alter. Oh Gott. Uiuiuiui. Und dieser Tornado kommt auch immer näher. Und hier fliegen wieder die Fetzen. Oh, da fällt mir ein mieser Witz ein, den ich jetzt aber nicht erzähle. Oh Gott.
Hey, Thermoskanne, die nehmen wir mit. Egal, wisst ihr, da ist ein Tornado, der uns jagt. Wir nehmen die Thermoskanne mit, das ist wichtig. Aber sonst ist hier nichts. Okay. Alter. Yo. Oh. Wir können da wirklich drüber springen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Alter. Ach du Scheiße, das Ding ist ja direkt da. Ich bin da. Puh, ich glaube, das war knapp. Alter. Wisst ihr, da startet man die Aufnahme und direkt wieder mal hier volle Action. Sie haben es geschafft. Gut gemacht. Ich bin froh, dass ich falsch lag. Aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Klar. Ja, die Lampenlady ist ganz nett, aber wirklich ein bisschen schräg, muss man ja schon sagen. Aber die ist nett, würde ich sagen. Im Norden am Raincoat Point ist ein alter Armeestützpunkt. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Okay. Also sind wir in einem alten Armeestützpunkt. Das ist interessant. Auf jeden Fall, die Cynthia ist ja schon ganz nett. Die hilft uns auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr dankbar. Mal sehen, was wir da jetzt finden. Muss ich da hingehen? Ah ja, ich muss da hingehen. Okay. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Okay, kann ich jetzt reden oder mal sehen, ob jetzt noch eine Videosequenz kommt. Ah ne, Ende von Episode 5. Okay, das kam jetzt sehr überraschend. Und das ist jetzt auch sehr interessant gewesen, weil, also wir haben ja jetzt etwas gefunden, was der Thomas Zane geschrieben hat, ja. Und ich hatte gerade einen interessanten Gedanken. Und zwar, wenn Thomas Zane über Alan etwas geschrieben hat, heißt das dann, und dieser See, dieser Cauldron Lake, der ist ja so magisch und der lässt ja alles, was dort geschrieben wird oder so, wahr werden. Das heißt doch irgendwie, das heißt, wenn Thomas Zane vielleicht eine Geschichte geschrieben hat, in der ein Alan Wake vorkommt, das heißt doch in gewisser Weise, dass wir vielleicht, unsere Person Alan Wake, ja, durch eine andere Geschichte entstanden ist. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Ich hoffe ja. Also, dass wir gar nicht existieren würden, wenn Thomas Zane uns nicht geschrieben hätte. Dass wir also nur ein Produkt der Fantasie sind. Also ein Produkt der Fantasie eines anderen Schriftstellers. Okay, ich glaube, jetzt habt ihr verstanden, was ich meine. Hoffe ich zumindest, dass ich das jetzt vernünftig erklären konnte. Das heißt, wir sind reine Fiktion. Das wäre doch mal ein interessanter Gedanke, oder? Dass wir einfach nur eine Figur sind, die sich jemand anderes ausgedacht hat. Und dass alles um uns herum eine fiktive Welt ist.
Okay, sehr interessante Idee. Auf jeden Fall könnt ihr mal schreiben, was ihr dann davon haltet, von meiner Theorie. Auf jeden Fall sehr, ich finde das gerade ganz interessant, den Gedanken. Aber gut, ich will nicht zu lange warten. Ich drücke jetzt mal auf Eingabe. Und obwohl, drücke ich jetzt auf Eingabe, ich meine, das wäre jetzt eine sehr kurze Folge. Wir haben jetzt gerade mal 10 Minuten. Und normalerweise würde ich ja sagen, 15 Minuten müssen eigentlich schon sein. Aber eigentlich mache ich ja gern einen Cut, wenn so eine Episode endet. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt wirklich einen Cut. Ja? Dann dauert die Folge zwar nur 10 Minuten oder so, oder 11. Aber dafür kann ich die auch schneller hochladen. Da habt ihr auch was von. Dann kommt die Folge nicht erst um Mitternacht oder 1 oder 2 Uhr nachts, sondern ein bisschen früher. Weil das dauert bei mir mal ein bisschen mit dem Internet und so. Weil ich habe nicht das beste Internet, dann dauert das immer sehr lange mit dem Hochladen. Aber gut, ich will jetzt hier nicht zu viel labern. Und dann machen wir einfach hier einen Cut. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr dabei sein. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Beim Zuschauen. Euer Knecke, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.